Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns ab im Garten Sun Shepherds. Heute dreht es sich um die Hortensien. Jetzt im März ist der richtige Zeitpunkt, um eure Hortensien zu schneiden. Rein theoretisch könnt ihr das sogar schon Ende Februar machen, je nach der Witterung. Ich mache es heute. Und zu den Hortensien müsst ihr wissen, dass das unterteilt sich in zwei Schnittgruppen. Jetzt bei den Hortensien, das ist Schnittgruppe 1, dazu gehören alle Sorten der Bauernhortensien, Tellerhortensien, Riesenblatthortensien, auch Samthortensien, Eichenblatthortensien und Kletterhortensien. Denn alle haben eins gemeinsam, sie legen den Neuaustrieb für das nächste Jahr und die endständigen Blütenknospen schon im Vorjahr an. Das heißt, letztes Jahr haben sie das schon angelegt. Und dieses Jahr darf man dann halt jetzt nicht so viel wegschneiden, sonst hat man dieses Jahr überhaupt keine Blüten mehr. Deswegen schneidet man sie auch nur schwach zurück. Man kann sie gegebenenfalls auch ein bisschen auslichten, indem man die ältesten Triebe auf Bodenhöhe zurückstutzt. Aber unsere sind noch sehr klein, deswegen werde ich nur das Nötigste schneiden. Die meisten Hortensien sind auch ein bisschen frostempfindlich. Da müsst ihr diese erfrorenen Triebspitzen wegschneiden. Und das erkennt ihr ganz einfach daran, indem ihr mit eurem Fingernagel ein bisschen über diesen Stamm, also ich zeige es euch mal kurz, bei der ein bisschen hier so anritzt. Und ihr seht es hier unten, das ist saftig grün. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es nicht erfroren ist. Wenn es jetzt so ein bisschen gelbgrünlich aussieht, dann ist der Trieb leider abgestorben und ihr könnt weiter unten zurückschneiden. Außerdem gibt es einen Sonderfall in dieser Gruppe. Das ist die Hortensie Endless Summer. Sie steht zwar botanisch gesehen der Bauernhortensie sehr nah, hat aber trotzdem noch besondere Eigenschaften. Also sie wurde extra deswegen gezüchtet. Da darf man zum Beispiel die gesamten Triebe auch auf Bodennähe zurückschneiden, denn sie treibt dieses Jahr dann wieder neu aus. Und bildet sogar Knospen und Blüten dieses Jahr. Es kann sogar sein, wenn ihr die jetzt nicht extrem zurückgeschnitten habt und die das erste Mal geblüht haben im Sommer, dann könnt ihr die Blütenknospen, also beziehungsweise die alten Blütenstände zurückschneiden und dann kann es sein, dass sie sogar ein zweites Jahr in dem Jahr blüht. Ich habe keine Endless Summer, deswegen würde ich jetzt einfach mal starten mit der ganz rechten und euch das zeigen, wo man diese quasi zurückschneidet. Bei den Bauernhortensien hier solltet ihr auf jeden Fall, könnt ihr den alten Blütenstand abschneiden und dann seht ihr hier die Augenpaare. Hier sind zwei Stück rechts und links, hier unten sind zwei und da könnt ihr einfach knapp über den Augenpaar einen Schnitt setzen und das macht ihr quasi an jedem Trieb. Treibt dann quasi hier rechts und links aus und bildet dann dort seine Blüten. So, ich schneide den kurz und dann zeige ich euch, wie es dann im Endeffekt aussieht danach. So, die ist jetzt fertig geschnitten. Ihr seht, da sind wirklich nur noch Triebe dabei, die auch Knospen tragen. Und diese hier haben wir letztes Jahr komplett auf den Stock zurückgemacht. Die ist schon ganz alt. Die treibt auch wieder schön aus. Auch die treibt schön. Hier haben wir noch eine rötlichere Sorte vom Laub her. Und hier, die ist panachiert. Wenn ihr die anderen Videos geschaut habt, dann wisst ihr auch, welche das ist. Und die treibt auch wieder schön aus. Und jetzt geht's weiter zur nächsten Schnittgruppe. So, jetzt zur zweiten Schnittgruppe. Das sind alle Hortensien, die ihre Blütenknospen erst im Jahr der Blüte am neuen Austrieb bilden. Dazu zählen zwei Arten. Einmal die Schneeballhortensie und einmal die Rispenhortensie. Da gibt es dann halt auch noch ganz viele Unterarten davon. Und die werden quasi wie klassische Sommerblüher geschnitten. Man schneidet die einfach im Spätherbst oder jetzt im Frühjahr alle Triebe vom letzten Jahr auf kurze Stummel runter und da muss halt nur darauf geachtet werden, dass man jeweils immer ein Augenpaar behält. Somit entstehen dann halt in diesem Jahr lange neue Triebe mit großen endständigen Blüten.
Bei dieser Schnittvariante habt ihr auch die Möglichkeit, eure Hortensie zu verdoppeln. Und das passiert dann quasi Jahr für Jahr, nimmt er die Anzahl der Triebe zu und somit halt auch die Blüten. Weil aus jedem Augenpaar, jetzt zum Beispiel hier das gesehen, hier treibt wieder ein langer Blütenstand hoch und hier, und das verdoppelt sich dann halt quasi Jahr für Jahr. Auch wenn euch die Krone zu dicht ist, könnt ihr natürlich auch einzelne Triebe komplett rausschneiden, um das alles ein bisschen luftiger zu gestalten und dem Schimmel oder den Schimmel vorzubeugen. Genau, und wir schneiden jetzt mal eine Runde, würde ich sagen. So, hier in dem Fall ist es so, da müsst ihr schauen, also ich schaue da immer so, wo ich den ersten richtigen Knospenansatz sehe. Ich würde jetzt, hier sieht man schon, ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera seht, das ist ganz leicht grün verfärbt. Da würde ich jetzt hier drüber meinen Schnitt setzen. Ich zeige euch das mal, wo es ein bisschen deutlicher ist. Genau, aber hier unten drunter sieht man auch schon eins. Mhm. Ja, auf Kamera sieht man das ganz schlecht, das fokussiert gar nicht so gut. Genau, da drüber setze ich jetzt meinen Schnitt. Hier kann man das Ding ja auch noch mal ganz gut sehen. Und das mache ich jetzt mit meinen anderen Hortensien, also mit der anderen da drüben auch. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn ich fertig bin. So sieht jetzt die ganze Geschichte aus. Und dann hoffen wir mal, dass sie dieses Jahr wieder schön austreiben, richtig schöne große Blüten machen. Und jetzt gehe ich noch mal kurz mit euch zur Kletterhortensie. So, hier ist eine unserer Kletterhortensien, die treibt auch wieder richtig schön aus. Da habe ich Ende letzten Jahres schon die alten Blütenstände weggenommen, beziehungsweise nicht alle, ich sehe hier gerade noch einen. Und hier ist die zweite. Und wie gesagt, da nehme ich jetzt noch schnell die alten Blütenstände raus, die ich letztes Jahr vergessen habe. Und dann sind die auch ready für den Sommer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig meinen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Und ich wünsche euch viel Erfolg beim Schneiden und bei den wunderschönen Hortensienblüten, die ihr dann dieses Jahr bekommt. Tschüssi!